Martin? Der ist schon vor einer Stunde los. Und das, obwohl er noch bis heute Nacht um 12:30 mit einem Kunden verhandelt. Das klingt nach Stress. Erstaunlicherweise war er heute Morgen trotzdem ganz gut gelaunt. Mit einer Hormontherapie kannst du sehr wohl Kinder bekommen. Ist das wirklich wahr? Mhm. Weißt du, als es plötzlich hieß, wir beide sind Geschwister, da habe ich gedacht, alles bricht über mir zusammen. Weißt du noch, wie wir fliehen wollten? Ja. Wir hätten uns nie trennen müssen. Wir können es doch ohnehin nicht mehr ändern. Du willst es einfach so hinnehmen? Ja gut, man muss sich erst mal an den Gedanken gewöhnen, aber... Es ist egal, dass Martin eine Affäre mit Silvia hat. Affäre? Ich dachte, du weißt davon. Wie kannst du nur sowas behaupten? Tut mir leid, Felix, das geht entschieden zu weit. Ja, glaubst du, ich denke mir so etwas aus? Martin lügt mich nicht an. Er hat nichts mit Silvia. Ach komm, er hat uns doch jahrelang etwas vorgemacht. Hallo, Felix. Vertrag auf bestimmte Dauer. Ende der Mietzeit. Nein. Steht nichts über eine automatische Verlängerung drin. Bitte? Dein Vertrag scheint tatsächlich auszulaufen. Du musst dich so schnell wie möglich mit den Eigentümern in Verbindung setzen. Ja. Kannst du versuchen, mit denen einen Termin zu vereinbaren? Alles klar. Danke. Oh Gott. Mir steckt immer noch dieser Ausritt in den Knochen. Wie? Warst du so früh unterwegs? Ja, mit Cecile. Sie liebt es so früh am Morgen. Hast du es ihr eigentlich schon gesagt? Nein. Hat sich irgendwie noch nicht ergeben. Meinst du nicht, sie sollte auch erfahren, dass wir keine Geschwister sind? Hi, na? Morgen. Hallo. Hi. Willst du mit uns einen Kaffee trinken? Daniela hat gerade frischen gemacht. Hi. Du, ich muss leider echt ganz, ganz dringend nochmal telefonieren. Also, geht das um? Ja, klar. Okay, sorry. Du hast den Test schon gemacht? Ich dachte, der Termin ist erst morgen. Nein, Ralf hat mir gestern schon Blut abgenommen. Heute liegt das Ergebnis vor. Du weißt aber, dass es ziemlich lange dauern kann, bis es endgültig zu einer Schwangerschaft kommt. Ja, ich weiß. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Nochmal möchte ich so eine Prozedur nicht über mich ergehen lassen. Jule, die Wahrscheinlichkeit... ist sehr gering, ich weiß. Das hat Ralf auch gesagt. Trotzdem bin ich gespannt auf das Ergebnis. Du nicht auch? Doch, klar. Wenn ich mir vorstelle, wieder schwanger zu sein. Felix hat inzwischen jedes Maß verloren. Wie kommt er denn dazu, sowas zu behaupten? Wahrscheinlich hat er sich einfach zu sehr in den Streit mit seinem Vater hineingesteigert. Eine Affäre mit Silvia. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Martin und du, ihr versteht euch doch sehr gut. Natürlich. Gerade in letzter Zeit, da war es beinahe wieder so wie früher. Dieser ganze Streit mit Silvia, der hat uns doch noch viel mehr zusammengeschweißt. Oh nein. Was ist los? Ist schon so spät. Ja und? Ja, ich muss ins Büro. Wer sagt das? Du bist schließlich der Boss. Der Boss kann nicht ewig Mittagspause machen.
Und wenn du einfach mal mit Martin darüber redest, wegen Felix meine ich. Was soll ich denn sagen? Du, unser Sohn, glaubt, du hast eine Affäre mit Silvia? Cecile, das ist einfach zu absurd. Er hasst diese Frau. Wenn ich einwende? Am besten, wir vergessen das Ganze. Und hoffen, dass er zur Vernunft kommt. Ich dachte, du bist am Telefon. Ja, war ich auch, aber ich bin schon fertig. Und das musstest du wirklich hier oben erledigen? Hey, im Label ist immer so viel Betrieb und dann kann man nicht... Nee. Das hatte nichts damit zu tun, dass Henning da ist. Quatsch. Wir sind doch Freunde. Und dass wir uns unterhalten haben? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er das nicht recht ist. Nein. Ja, also, ihr wart ja mal zusammen. Und dann wart ihr nicht mehr zusammen. Und das hat einen Grund. Und den Grund gibt's doch jetzt nicht mehr. Und deswegen denke ich, dass... Denkst du im Ernst, dass ich mich deswegen von dir trennen würde? Ja. Verständlich wär's doch. Irgendwie. Marc, du bist kein Lückenbüßer für mich. Ich liebe dich. Und ich will mit dir zusammen sein. Hi, Alexa. Hi. Also, wenn da Nachrichten drauf sind, blinkt das Teil normalerweise. Ich wollte nur sicher gehen. Oder sollst du mir irgendwas ausrichten? Ich? Nee. Wie? Hat keiner angerufen für mich? Nein. Aber ich bin auch gerade erst reingekommen. Ich konnte das Telefon nicht bewachen. Was? Wo warst du denn? Tom, falls dir das noch nicht aufgefallen ist, in meinem Alter verbringt man die Vormittage in so einem großen Gebäude, wo Schule dran steht. Entschuldige. Ich bin nur so tierisch aufgeregt. Julia erfährt heute, ob sie schwanger ist oder nicht. Mhm. Obwohl, so richtig glauben tue ich es noch nicht. Warum bist du dann so ungeduldig? Die künstliche Befruchtung. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass sie gleich beim ersten Mal anschlägt. Künstliche Befruchtung, ihr seid doch selber schuld. Auf natürlichem Wege hat es ja nicht geklappt. Nö. Wieso rufst du denn nicht an? Ruf du sie doch einfach an. Keine schlechte Idee. Hm. Sowas nennt sich Arzt. Geh schon ran. Jule? Warte mal ganz kurz. Alexa, mach doch mal auf, bitte. Ah. Ja, ich bin wieder da. Was? Juli, ich verstehe dich nicht. Tom, was ist denn los? Ja, du bist gut. Jule? Hallo, ich verstehe dich schon wieder nicht. Ich wollte es dir lieber persönlich sagen. Papa. Ja. Wow. Ach, da sind Sie. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob ich etwas für Sie tun kann. Danke, ist alles bestens. Gut. Ach, Christiane, hat mein Mann sich vielleicht gemeldet? Nein, tut mir leid. Ja, hallo? Von Weinbach hier. Ist mein Mann da? Zu Tisch. Wissen Sie, wann er zurückkommt? Danke. Wiederhören. Bitte. Dann hast du dich ganz umsonst verrückt gemacht. Wenn Marie wirklich nicht zu Henning zurück will? Das hat sie jedenfalls gesagt, ja. Nein. Naja, dann wird es schon so sein, oder? Und von Henning hast du ja nichts zu befürchten.
Nein. Muss ich meinen Henning und Cecile, die verstehen sich ja nur wirklich prächtig. Na bitte. Also kein Grund zur Panik. Nein. Außerdem, die beiden sind ja wirklich ein Traumpaar. Die wohnen sogar zusammen. Was ist da so ein Testergebnis? Reine Formalität. Ja. Dass Henning und Marie zusammen waren, das ist ja nun schon eine ganze Zeit her. Und die Uhr einfach so zurückzudrehen und wieder von vorne anzufangen, das geht nicht. Ja, zum Glück, was? Ehrlich gesagt, ich weiß ja nicht, womit du so eine Freundin verdient hast. Sag mal ehrlich, Lukas, die ist auch wirklich toll. Das ist die einzige Frau, die ich bis jetzt kennengelernt habe, auf die man sich hundertprozentig verlassen konnte. Noch viel mehr, als ich gedacht hätte. Das bin ich. Schließlich bin ich Vater. Bitte, ich will mich nicht vordrängeln. Hoffentlich ist er später bei den Windeln genauso eifrig. Keine Sorge, den werde ich mir schon noch erziehen. Das nächtliche Aufstehen bin ich ja gewohnt. Das mit Bea lässt mir einfach keine Ruhe. Ich hätte wissen müssen, dass sie nichts weiß. Ihr habt aneinander vorbeigeredet. Was meinst du, dass das so ein Hammer für sie gewesen ist? Die Arme. Ja, und sie verteidigt Martin auch noch. Sag mal, hast du denn nicht gesagt, dass du die beiden dabei erwischt hast? Nein. Warum nicht? Sie hätte mir sowieso nicht geglaubt. No, pass auf! Sorry. Kommt ihr? Ja, sofort. Naja, vielleicht sagt dein Vater ihr ja doch noch die Wahrheit. Nee, wenn ihr nicht wollt. Ja, wir sind schon da. So, ihr Lieben. Auf Jule. Ja, alles Gute euch zweien. Eigentlich sind wir ja zu dritt. Großpapi. Ja, Papi, das macht dich gleich 30 Jahre älter. Oh, ich muss mich auch erst mal dran gewöhnen. Meint ihr, es wird ein Junge oder ein Mädchen? Egal. Hauptsache gesund und munter. Genau. Prost. Moment, Jule. Für dich kein Sekt mehr. Denk an das Baby. Alkohol ist jetzt tabu. Oh. Oh nein. Wir sind ein bisschen spät dran. Du kannst aber auch nie ein Ende finden. Wieso ich? Du hast doch... Was hab ich? Dich gezwungen, gefesselt, geknebelt? Ich habe manchmal das Gefühl, dass du das alles nicht ernst nimmst. Hey, entspann dich. Ich habe Felix versprochen, dass wir das Ganze beenden. Weiß. Oder siehst du eine andere Möglichkeit? Wie wär's mit reinen Tisch machen? Es geht nicht. Gut, dann beeil dich. Oder... Lass uns vernünftig sein. So, guten Appetit. So, hey! Was machst du denn hier? Nur mal schauen, wie es dir geht. Mir geht's gut. Ich habe keinen Kater. Den hast du ja ausreichend vorgebeugt. Tut mir leid, Jula, aber als Schwangere musst du dich vorsehen. Ach nee. Mit dem Koffein ist es auch so eine Sache. Ich meine ja nur. Aber Jule, bist du verrückt? Mensch, das ist doch viel zu schwer. Tom, bei dir merkt man wirklich, dass du zum ersten Mal Vater bist. Der ist leer. Also ich finde sowieso, du solltest dich auf die Arbeit hinter der Bar beschränken. Von den Kästen mal abgesehen. Ja, so ein Halb-Liter-Glas wiegt ja auch ganz schön, wenn es voll ist. Süße, ich meine es doch noch gut mit dir. Was soll ich denn machen? Wenn Isabel mich in den letzten Monaten der Schwangerschaft vertreten soll, dann soll sie jetzt ein bisschen kürzer treten. Ich möchte nur nicht, dass du dich überanstrengst. Ich bin
In der zweiten Woche und nicht im achten Monat. Entschuldigung, haben Sie mal einen Aschmecher für mich? Ja, klar. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wissen Sie eigentlich, wie schädlich das Passivrauchen für meine Freundin ist? Das war ein Zitat aus einem amerikanischen Film. Mein Freund ist Filmfreak. Schon okay, nein. Wenn du mich nervst, ist das eine Sache. Aber lass meine Gäste in Frieden, ja? Jule, es gibt Studien, die eindeutig beweisen, dass Zigarettenqualm äußerst gefährlich ist, ja. Für das Kind genauso wie für dich. Also, geh an die frische Luft. Dann, wenn du irgendwas für mich tun willst, dann geh für mich einkaufen. Mein Kühlschrank ist völlig leer. Hier ist die Liste. Einkaufen. Okay. Geh ich einkaufen. Ich hol dich danach ab, ja? Nein, das brauchst du nicht. Fahr direkt zu mir. Ich mach sowieso gleich Schluss. Okay. Tschüss. Ciao. Und du brauchst mich echt nicht mehr? Nein, ich check nur noch den Tourneeplan. Okay, dann wünsche ich einen schönen Feierabend. Dir auch. Tschüss. Ciao. Daniela? Was zum Teufel? Schönen guten Abend. Ich soll hier was abgeben. So. Nee. Hier damit. Arbeiten ist nicht. So. Für dich? Auf uns. Die letzten Tage waren schon ein bisschen stressig. Findest du nicht? Ja, schon. Ja, deshalb. Ja, ich wollte nur. Ich finde es sehr schön, dass es mir aushältst. Ach, Marc. Naja, das ist ja nun nicht immer ganz leicht. Es gibt Schlimmeres. Platz da! Was hast du denn alles gekauft? Ja, der Herr Doktor mit dem Reload für den Kühlschrank. Ja. Oh, ich kann nicht mehr. Das trifft sich ja gut. Ich war ja doch schon etwas hungrig. Da können wir ja direkt was gegen unternehmen. Bio 5 Konflockenmischung mit 5 ausgesuchten Cerealien. Das habe ich überhaupt nicht aufgeschrieben. Ist doch egal. Die Flocken sind fürs Müsli. Kriegen wir Besuch von jemandem, der morgens sowas isst? Nö. Die sind für dich. Vollkorn ist sehr gesund. Ich halte mich lieber an Brötchen mit Marmelade. Hast du das Himbeergelee nicht bekommen? Und wo ist die Mayo? Ah, viel zu fett. Müssen mal gucken, ich habe ganz leckere Bratlinge gekauft. Bratlinge, die kannst du dir selber in die Pfanne hauen. Wo ist denn die Pizza? Pizza. Ich hatte das doch aufgeschrieben. Komm, jetzt zeig mal die Liste. Ja, hier steht's doch. Pizza, Kaffee, Zitronenkuchen, Schokoküsse, wo ist das alles? Und wo ist mein Schnitzel? Und das Eis? Und was ist das hier? 35 Vitamine für Mutter und Kind. Es ist viel gesünder als Eis. Auf dieser Liste steht exakt das, was wir seit Monaten essen. Und es wäre schön gewesen, wenn du das auch besorgt hättest. Oh, Jule, Vitamine sind super wichtig. Die Vitamine kannst du gerne selber essen. Okay. Dann stellen wir die Ernährung halt Schritt für Schritt um. Ja, ich gehe dann noch mal los. Und denk an die Schokoküsse. Vielleicht, wenn man etwas Ketchup drauf macht. Tom will Bratlinge. Die kann er haben. Dürft ihr um diesen Tanz bitten? Vielleicht später. Aber auf der CD stand extra Music for Lovers. Oh, bitte. Du bist spät dran. Papa hat Stress im Büro.
Was stand denn an? Die Präsentation ist doch durch. Ja, die Freunde von der Konkurrenz haben ihr neues Architekturmagazin herausgebracht. Ach ja, stimmt. Das ist Gerd von Weinbach. Guten Abend. Und wie ist es so? Nicht schlecht, das muss man schon sagen. Da müssen wir zusehen, dass wir unsere Anzeigenkunden nicht verlieren. Aber es sieht gut aus. Tja. Dann guten Appetit. Guten Appetit. Danke. Danke. Der Zeitschriftenmarkt ist eben momentan ziemlich in Bewegung. Aber das ist auch eine Chance. Ich will euch aber jetzt nicht mit den Details langweilen. Von mir aus kannst du auch gerne noch die Mediadaten runterbeten. Ja, nein, für heute soll es gut sein. Was kommt als Hauptgang? Fisch? Ja, Fisch. Ach, wunderbar. Ich habe seit dem Frühstück nichts mehr Anständiges gegessen. Ja, mich laberst du mal voll, dass ich regelmäßig essen soll. Ja, da gibt's auch gar nichts zu meckern. Warum hältst du dich denn selbst nicht dran? Weil, ich bin heute noch gar nicht aus dem Büro gekommen. Wie? Du hast überhaupt keine Mittagspause machen können? Davon geht doch die Welt nicht unter. So. Ich hoffe, ihr seid in der Zwischenzeit nicht verhungert. Geht so. Hallo? Ich habe alles gekauft, was auf der Liste stand. Sogar die Schokoküsse. Obwohl die vom ernährungspsychologischen Standpunkt aus... Warte. Tom. Ich muss dir was sagen. Aber nicht, dass ich noch mal losgehen muss. Oh, Jule, nee, das schaffe ich nicht noch mal. Mit ein paar Vitaminen würde es vielleicht gehen? Jetzt entspann dich erstmal. Herr Doktor, es wäre besser, du tust, was sie sagt. Ralf hat angerufen. Ja, und? Es geht um die Schwangerschaft. Ist irgendwas nicht in Ordnung? Doch, wie man es nimmt. Ich werde euch juristisch beistehen. Dieser Arzt muss zahlen. Was? Wofür denn? Er hat doch gesagt, dass ich schwanger bin. Ja, hat er sich geirrt? Kriegst du jetzt doch kein Baby? Doch, doch schon, aber nicht nur eins. Es sind gerade Drillinge. Dann kann ich gehen, ich muss dringend mal Alexa anrufen. Ja, sicher. Der Fisch war köstlich. Und die Creme Brûlée wunderbar. Bist du sicher, dass du dich nicht irrst? Bitte? Ja, du hast gesagt, dass du den ganzen Tag im Büro warst. Ja, doch. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Dein Apparat war auf das Sekretariat durchgestellt. Und dort hat man mir gesagt, du wärst zu Tisch. Ich war tatsächlich kurz mal weg. Ich wollte auch was essen und dann ist aber was dazwischen gekommen. Ein Missverständnis. Martin, es hat doch keinen Sinn mehr. Du warst mit Silvia zusammen. Du hast eine Affäre mit ihr.